Die Verbotsliste ist schon etwas draußen, doch bisher gab es noch keine relevanten Turniere. Doch jetzt gab es eins, und zwar in der USA. Was hat getoppt? Das schauen wir uns jetzt an. Ja, in der USA gab es die ODS, um genau zu sein, in Panama. Und ja, da gucken wir einfach mal, was getoppt hat. Zu bedenken ist natürlich hier, dass Chaos Impact hier noch nicht erlaubt ist. Aber Chaos Impact hat auch nicht so einen großen Einfluss, oder vielleicht doch. Wir werden es auf jeden Fall bei der YCS in London sehen. Und da gucken wir uns natürlich auch nochmal den Meta-Breakdown. Aber jetzt hier auf jeden Fall zu diesem Turnier. Wir haben auf dem ersten Platz auf jeden Fall haben wir einmal Orcus Lunalight. Und ja, Orcus Lunalight, leider haben wir keine Deckliste, denn der Spieler zeigt seine Deckliste nicht. Und deswegen jetzt hier Orcus Lunalight hat das Turnier gewonnen, aber keine Ahnung womit. Und allgemein gucken wir uns mal die Top 8 an. Ich habe leider diesmal keine tolle Grafik dazu, aber Top 8 waren 3 Orcos, 2 Skystriker, ja, Skystriker mit Anker auf 1. Ein Thunderdragon, ein True Draco und ein Celerion Great. Ja, das waren die Top 8 und wie gesagt, im Finale war Orcus Lunalight und zwar gegen True Draco. Und es ist halt Zweiter geworden dadurch und wir schauen uns hier die Liste an. Hier ist sie, ja, das ist auch die erste Liste. Hier sehen wir, ja, True Draco und diesmal ein bisschen anders als gewohnt, denn wir sehen hier auf jeden Fall Super Polymination Main. Kann man natürlich machen, man hat im Extra Deck genug Platz auf jeden Fall. Übrigens, hier steht jetzt Extra Deck 12 Karten. Er hat 15 gespielt, aber er hat nur so gezeigt, ja Leute, guckt euch das an. Und ja, da konnte keiner genau sehen, welche da alle zwischen waren. Aber natürlich halt, hat er natürlich 15 gespielt auf jeden Fall. Und Super Poly natürlich, ja, hat genug Auswahl und kann dementsprechend halt auch genug machen gegen jedes Deck. Dann sieht man hier, dass die Floodgates relativ reduziert worden sind. Und zwar, man spielt hier eine Only Be One als solches und natürlich Skill Drain und Soul Drain. Auch natürlich eine sehr gute Karte gegen das ein oder andere Deck. Und ja, sonst aber hat man drauf verzichtet. Man hat hier dann lieber Crackdown gespielt, eine sehr interessante Karte. Hier auf jeden Fall Crackdown anstatt einer anderen Floodgate-Karte. Fand ich sehr interessant. The Pot of Desires, um natürlich den Brick zu verhindern. Und natürlich der Running Gag Upstart mit 41 Karten. Und im Side-Deck natürlich klassisch True Draco. Wenn man Hand Transported, dann im Permanence. Und natürlich, wenn man sagt, ja, ich will jetzt hier irgendwie was haben gegen ihn, dann ist Dark Ruler No More eine gute Karte. Der dritte Super Poly ist natürlich klar. Und sogar noch in die Bio hier reingepackt. Also man wollte hier auf jeden Fall was haben für die Combo-Decks. Und Inspector Border natürlich eine sehr, sehr gute Karte. Denn wenn die liegt First Turn, der Gegner kann oft gar nichts dagegen machen. Auf jeden Fall eine sehr gute Karte. Dann kommen wir jetzt zu einem anderen Deck. Und zwar Celerion Great. Celerion Great ist ebenfalls Top 4 gekommen. Und hier sehen wir die Celerion-Liste. Es gab ja nur eins in den Top 8 und hier sehen wir halt die Liste. Man sieht hier, ja, Buffalo, etc. Man sieht Nibiru Main nur zweimal. Die Begründung ist natürlich immer so, ja, man will nicht zweimal verstattet haben. Ja, okay, dann sieht man natürlich nicht so oft, aber er brickt auch nicht so sehr als solches. Wir sehen hier nur zwei Wilds, das ist besonders, denn sonst spielt man ja eigentlich eher so drei Wilds, um, wenn man selber in die B-Route wird, dann wenigstens noch einen Wolf zu haben. Hier jetzt halt nur zwei, der Desires of One ist okay, kann man auf jeden Fall machen. Zieht man nicht in einen anderen Topf, ist immer das gute Argument. Dann sehen wir zwei Strikes und ebenfalls zwei Crackdowns. Ja, Crackdown auch hier drin, allgemein Strikes und Crackdown natürlich eine Option, um was zu haben. Der First Turn ist wesentlich stärker dadurch, vor allen Dingen, wenn ihr Buffalo habt und dann halt mehr reinzieht in eure Handtraps oder eben dementsprechend in eure Traps. Auf jeden Fall sehr, sehr stark. Dann im Extra-Deck sehen wir halt das klassische Package, also 2 Leo, 3 Wolf, 3 Lux und dann halt Hita, Phoenix und Appaloosa wurde hier gespielt. Auch interessant, Borload ist ja schon fast ja, Staple in Celerion Great im Extra-Deck und zweimal den Hanks. Nicht einmal, zweimal, manche spielen einmal, hier zweimal und Dueller, natürlich der Auto-Win gegen Orcus meistens, nicht immer. Dann im Side-Deck hier, der dritte in die Büro, man will ihn dann doch haben, wenn man wirklich gegen einen Combo-Deck spielt. Dann für Going Second, Dino Wrestler, Kaiju, dann noch die Lancia. Lancia natürlich sehr stark gegen Orcus, aber auch gegen Thunder Dragon, nicht zu unterschätzen. Twin und Suck dann für Backrow, da hat man nochmal richtig schön Hate gegen Backrow. Mind Control ebenfalls für Going Second und Imperial Order vielleicht für das ein oder andere Skystriker-Matchup und Solemn Warning dann hier auch noch drin. Kommen wir jetzt zu einer ganz anderen Liste und zwar Thunder Dragon, denn ja, Thunder Dragon war ja Top 8 und hier sehen wir auch die Liste. Ja, man sieht hier, man spielt mit Artifact Lancia, das kann man auf jeden Fall machen, hier mit Trap Trick und der Artifact Engine und im Permanence ist natürlich gut, dass man nicht nur ein Target für die Trap Trick hat, sondern halt auch mehrere. Man sieht dann auch im Side Deck ist die zweite Trap Trick drin, 3 ist vielleicht too much, aber hier auf jeden Fall Trap Trick Main. Man sieht hier Duo auf 2, kann man machen, muss man nicht mit Allure. Man sieht hier eine sehr interessante Handtrap, die man lange nicht mehr gesehen hat. Und zwar
Gamma. Gamma wurde sehr lange nicht gespielt. Natürlich muss man bedenken, dass Gamma sehr cool ist, wenn du zum Beispiel Allure machst, dann Roar-Effekt machst und dann kommt halt eine Ashe zum Beispiel und dann kommt einfach Gamma und sagst, nope, kann man auf jeden Fall machen. Ja, hier sieht Thunder Dragon Fusion hier zweimal drin, kann man machen. Man sieht ja auch kein Solarman, stattdessen dreimal den Wolf. Kann man machen, ist jetzt nichts so Specialiges als solches, abgesehen davon, dass man halt die Artifact Engineer Main gepackt hat. Natürlich viel stärker First Turn, Going Second natürlich dafür ein bisschen schwächer, aber man muss denken, Lancia ist nicht nur immer Going First gut, auch wenn man Second geht, kann die Karte gut kommen, denn im nächsten Zug will der Gegner zum Beispiel Otikan und kann es einfach nicht, weil halt Lancia sagt, nein. Naja, im Extra-Deck dann natürlich das klassische Verhältnis. Drei Koloss-Pflicht, Titan, manchmal zweimal, manchmal dreimal. Hier zweimal, natürlich Linkorivo, Phoenix. Dann hier sehr lustig übrigens, das Psy-Frame-Link-Monster. Und mit Gamma absolut lustig und auf jeden Fall geil. Ich frage mich, ob das jemals gekommen ist. Dann Borloads, haben das Inklar, Omega für den Gamma natürlich. Dann das Exceed, was auch sehr stark ist. Dann hier... Was auffällig ist, ist nur ein Ding Riso und dafür, ja, ich sag mal, das Zug-Package, also der Burn bzw. OTK, ja, kann man auf jeden Fall machen hier, halt interessant. Ist natürlich für Timeout immer gut, zusätzlich 2000 Schaden drücken, kann man machen, oder für den OTK, okay. Im Side-Deck dann da 3 Nibiru, klar, und Artifact, Mind Control, Twin, Damiskus, manche spielen sie Main, hier jetzt im Side, natürlich mit Trap Trick, sehr, sehr cool. Und sehr interessanter Ansatz, was hier auffällt, ist, dass hier kein Virus gespielt wurde. Virus, ja, nicht mehr so oft gesehen, aber dennoch auch noch vertreten. Ja, auf jeden Fall hier Top 8 und ich denke mal, die Liste hat gut funktioniert. Dann kommen wir zu Sky Striker und ja, Sky Striker ist halt noch tops. Und wir sehen hier schon eine Fragezeichenkarte. Theoretisch könnte ich sie euch spoilern, aber die Seite selber hat die Deckliste mit der richtigen Karte hochgeladen, hat sie dann aber gelöscht, weil halt gesagt wurde, ey, das geht nicht. Ja, falls ihr euch informieren wollt, welche Karte das ist, sucht selber. Ich will hier nicht dem Spieler jetzt irgendwie das vorwegnehmen, welche Karte das hier war. Auf jeden Fall 42 Karten, kann man auf jeden Fall machen. Dann hier mit Upstart, hier klassisch, aber ist ja für die Spell. Was hier jetzt sofort auffällt, wenn man mal hier auf die Besonderheiten eingeht, sehr, sehr Trap-lastig als solches. Und wir sehen hier halt, ja, zum einen halt Strike, Lost Wind, Only Be One ist jetzt schon ziemlich normal gewesen, aber wir sehen auch Metal Force Fusion einmal und dazu ein Pendulum Monster. Ja, sehr interessant, denn hier kann man natürlich viel Spell poppen und dann sich Metal Force Fusion setzen, was sehr cool ist als solches, aber ja, funktioniert vielleicht nicht so immer, aber muss halt Hardtron, ist okay auf jeden Fall. Und Phantasmai, sehr interessant. Natürlich, wenn man das Metal Force Fusion Monster spielt, kann man auch Phantasmai wegschießen. Sehr interessant, sehr interessante Liste mit Mind Control hier. Ja, auf jeden Fall sehr Trap-lastiger und ja, das ist auf jeden Fall so. Und falls Leute fragen, welche Karte das hier ist, neben der Terraforming, das ist Cyber Universe, die sagt, du kannst ein Extra-Deck-Monster, glaube ich, nee, du kannst ein Monster oder ein Extra-Deck-Monster, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall kann man es dann zurück ins Deck mischen und das Besondere ist dann halt, dass du Calgary quasi jeden Zug machen kannst. Im Side-Deck dann hier sehr Hate-lastig natürlich. Wir haben jetzt zwei Diddy Crow, Diddy Crow übrigens eine sehr gute Karte als solches. Dann haben wir Bell, Nibiru, Dimension Ground, dann das Tornado und Super Pooly. Super Pooly natürlich zum Teil ein bisschen schwierig mit den Sky Striker Karten, aber es hat ja funktioniert und ist hier auch in den Tops gekommen. Dann kommen wir noch zu der anderen Sky Striker Liste und die hat exakt 40 gespielt und hat hier auch Strike Main, hier auch Only Be One und auch wieder Cybers Universe gespielt. Und anscheinend eine interessante Tech-Karte, die man sich vielleicht überlegen sollte zu spielen. Mit Port of Desires ist natürlich sehr risky, hat er auch selber in Deck Profile auf jeden Fall gesagt, dass es natürlich bei den ganzen One-Offs sehr gefährlich sein kann. Natürlich kann sie sehr geil kommen, wenn du schon alles draußen hast, aber ja, ist eine risky Karte auf jeden Fall. Im Extra-Deck hier das ganz normale Package, was man so gewohnt ist. Man hat hier Super Pooly Target noch drin und den Grisel. So macht man ja öfters, falls man mit Anker oder mit Shark Cannon sich dann halt die gegnerische Galatea holt, kann man dann auf jeden Fall drüberlegen. Dann im Side, ja, Artifact Lens, ja, brauchen wir nicht drüber reden, ist halt super gegen Orkus, deswegen schon ein Grund zu spielen. Ein Zug mehr kann entscheidend sein, um deine Ressourcen aufzubauen. Dann hier die Crow, dann, ja, Dimensionsbarriere, sehr interessante Karte. Kann man machen, sehr interessant, ja, wirklich sehr interessant. Dann hier auch Dimension Ground, Dust Tornado und
Super Poli. Dann kommen wir zu einer weiteren Liste und zwar diese hier. Und das ist eine Orkus-Liste, ebenfalls Top 5. Das ist halt eine Orkus-Liste. Und wir sehen hier im Permanent Zwangsevakuierungsgerät sehr spicy als solches. Diddy Crow als Handtrap Main sogar, nicht nur im Side-Deck. Und ich habe ja gesagt, Diddy Crow ist echt nicht verkehrt, denn man kann einfach bei Orkus natürlich das Wichtige einfach rausnehmen. Oder gegen Salarian Grade auch das Wichtige. Und selbst gegen Thunder Dragon ist die Karte gut, denn man kann Thunder Dragon Fusion banishen und so die Ressourcen für den nächsten Zug nehmen. Auf jeden Fall eine interessante Karte. Hier zweimal Bass gespielt und dann einmal halt hier noch den Level 1er Tuner gespielt. Kann man machen mit Doppel Return. Er spielt allgemein mehr Orkus-Monster, deswegen ist es nicht so schlimm, dass man den Level 1er hat. Denn so ist es quasi ein Extender. Und er spielt natürlich noch hier mit Instant Fusion, wie man es sieht. Ja, dann im Extra-Deck natürlich die Instant Fusion Targets. Man kennt es mit Winder oder halt das Eis und dann halt natürlich Linkuribo dafür. Aber hier dann nichts auffällig. Im Side-Deck dagegen dann die Artefakt-Engine wieder. Artefakt-Engine ist halt eine Sache, die kann man eigentlich immer Going First reinpacken. Ist eine sehr gute Engine und lockt den Gegner komplett down. Dann natürlich passend zu Artefakt-Engine dann auch hier die Lands. Ja. Dino Wrestler, Twin Twister, ist klar, brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. Called by the Grave. Das finde ich interessant, dass man es in Side packt. Kommt natürlich dann überraschender und gegen das ein oder andere Deck ist Call by the Grave halt besser als gegen andere Decks. Und dann hier zweimal das Virus. Wie gesagt, Virus ist nicht komplett weg, Leute. Es wird auf jeden Fall noch gespielt. Und kommen wir auch schon zur letzten Liste und zwar Musketeer. Top 32 war dieses Deck. Und ja, Musketeer, Top 32. Und wir sehen hier Nibiru, Dino Wrestler, ganz klar Going Second Deck, hier mit Super Poly, Mind Controlled, Instant Fusion, auf jeden Fall Going Second, auch noch Mystic Mind dreimal. Also das Deck ballert auf jeden Fall sehr. Und ja, wer das Deck nicht kennt, Musketeer funktioniert so, du musst halt eigentlich immer Monster haben und darfst dann die eigenen, wichtig, die eigenen Musketeer-Karten, also Zauber- und Feindkarten, aus der Hand aktivieren. Und wir sehen ja schon mit Utopia Double, denn ja, ist ein alles Level 4er, kann man auf jeden Fall machen. Und ja, hat ja gut funktioniert als solches. Extra Deck braucht dieses Deck kaum. Es braucht das eigene Link 1 Monster, was hier dreimal gespielt wird. Und sonst eigentlich hier nur Super Body Targets, beziehungsweise dann halt Utopia Package für Utopia Double und dann Boss Ward, Unicorn. Es sind halt so eher die Klassiker auf jeden Fall. Im Side Deck der dritte Nibiru, klar. Dann, ja, wir sehen es ja auch mal. Evilly Match kann man auf jeden Fall machen. Natürlich gehen die Backrow Decks, sehr, sehr starke Karte immer noch. Der Twin Twister ist dann doch sehr komisch hier als One-Off. Why not? Aber es ist halt eine One-Off, die zu ziehen. Der Phoenix hier im Side. Das finde ich interessant. Ich denke, man hätte da Platz machen können, aber man hat sich entschieden, hier im Side zu spielen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich Phoenix im Side sehe. Dann haben wir Antimagischer Duft gegen Pendulum natürlich, of course, Imperial Order gegen auch diverse Zauberkartendecks, wie zum Beispiel Sky Striker, aber auch gegen Pendulum kann die Karte sehr gut kommen. Red Reboot natürlich sehr, sehr gut, um den Gegner aufzuhalten. Und dann hier nochmal die Countertrap von Musketeer selber, die, ja, anscheinend, wenn man mehr Negates braucht, dann spielt man sie halt rein. Ich kenne mich so gut mit Musketeer als solches nicht aus, um zu sagen, ob das jetzt eine gute oder schlechte Entscheidung ist. Aber ich meine, er hat getoppt, also denke ich mal, es war auf jeden Fall eine gute. Ja, das war ein kleiner Überblick jetzt hier von der UDS in Amerika. Was sagt ihr? Sagt ihr euch, ja, das Meta spiegelt sich sehr gut wieder. Sky Striker doch nicht tot. Sky Striker in der Meta oben dabei. Natürlich Orkus, das war zu erwarten. Und Thunder Dragon auch. Ja, was haltet ihr jetzt von dem Meta? Sagt ihr euch, ist ja fast das gleiche wie vorher. Da sagt ihr euch, nee, die Spielweise hat sich schon komplett verändert und es ist schon ein ganz anderes Meta. Schreibt es auf jeden Fall unten mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, das war's von mir und bis bald!